Hallo, liebe Kinder, und herzlich willkommen zu Krümels erster Keksshow. Tadadada! Krümel Monsters Keksshow! So, ach, jetzt geht's los, ich freue mich schon. Der Teller ist schon da. Habe ich mir extra den schönen grünen geholt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Die Kekse. Ich hol sie mal. Vorsichtig. Schöne viele Kekse. Ich hol die anderen. Achtung. Das sind ja bloß 1, 2, 2, ach Gott, wo sind die denn? Annika! Ja? Na, da bist du ja. Was machst du denn hier schon? Ja, ich mach ne Keksshow. Herzlich willkommen zu Krümelmonsters, aber ich hab keine Lust mehr. Was ist denn los? Ja, guck doch mal. Ah, da hast du die ganzen leckeren kleinen Kekse auf den Teller gepackt? Ja. Aber guck doch mal, von der einen Sorte sind nur noch 2 da. Wie kommt das denn? Ja, ich hab die aufgegessen. Was? Wieso isst du Kekse auf, ohne mich zu fragen? Weil ich die eingekauft habe und weil ich Hunger hatte irgendwann mal. Und dann kann ich mich manchmal nicht beherrschen und esse die Kekse ein bisschen auf. Tut mir leid. Ja, so geht das aber nicht. Ich will hier eine Keksshow machen. Ach so, du wolltest die jetzt haben, um eine Keks... Was ist denn eine Keksshow? Na, eine Keksshow. Ich wollte eigentlich einen Kekstest machen. Ich wollte eigentlich... Die hier probieren, die ohne Schokolade, die da, siehst du? Ja, die sehen lecker aus. Ja, die sind auch lecker, glaube ich. Ich probiere mal ein. Und dann wollte ich noch die mit Schokolade probieren. Guck mal, die da. Sehen die nicht lecker aus? Ja, die sehen besonders lecker aus, das stimmt. Und dann, das gibt's ja wohl gar nicht. Dann sind die alle. Na, 2 oder 3 waren noch da. Ja, toll. Das ist ja viel zu wenig. Du kannst du nicht einfach machen. Ach, Krümel. Aber sag mal, wolltest du nicht den Kindern deine Kekse, die du gebacken hast, mit Ursula zeigen? Welche Kekse mit Ursula? Du hast mit Ursula letztens Kekse gebacken und da wolltest du den Kindern das zeigen, erinnere ich jetzt gerade noch. Die wolltest du doch den Kindern zeigen, wie die schmecken und wie die aussehen und so. Ach ja, nur das? Na, das ist ja schon ewig her. Das ist ja viel zu lange her. Wieso, wo sind die Kekse denn jetzt? Ja, die haben wir natürlich aufgegessen. Ach so, die habt ihr auch aufgegessen? Ja. Natürlich, Kekse kann ich nicht lange liegen lassen. Und ein paar waren auch ein bisschen, die sahen so schwarz aus irgendwie, haben auch so komisch gerochen. Ich weiß nicht genau. Ursula hat gesagt, da stimmt irgendwas mit dem Backofen nicht. Ach, dann habt ihr vielleicht die Temperatur zu hoch gehabt oder zu lange habt ihr sie vielleicht im Backofen gehabt? Ja, wir haben zwischendurch ein bisschen Verstecken gespielt. Und plötzlich roch das so komisch. Ach so, ja, das ist ja aber... Dann waren sie ja viel zu lange im Backofen.
Und dann waren die wahrscheinlich ganz verbrannt und deshalb waren sie so schwarz. Und dann riechen die nämlich auch irgendwann so komisch. Ja genau, die haben ganz komisch gerochen und die sahen auch gar nicht mehr schön aus. Warten wir gespannt. Verbrannt! Aha, dann hast du die Kekse also aufgegessen mit Ursula. Ja. Aber du wolltest doch die Kekse noch zeigen. Ja, aber nicht, wenn das so lange hier dauert, immer mit dem Aufnahmen. Wieder. War so lange her. Dann siehst du, ich habe die anderen Kekse aufgegessen. Ja, jetzt kann ich das nicht machen. Das ist sehr schade. Und eigentlich sollten wir was zum Thema Sommer erzählen. Ja, der Sommer ist jetzt da und die Sonne scheint und es ist sehr warm. Es ist mir mit meinem Fell eigentlich viel zu warm. Kann man das ausziehen? Nein, leider nicht. Ich könnte es kürzer schneiden. Nein, doch nicht mein schönes Fell kürzer schneiden. Nein, das können wir gleich noch besprechen, ne? Nein, das besprechen wir nicht mehr. Na gut, dann sagen wir jetzt trotzdem Tschüss. Wir haben schon wieder ganz lange gemacht. 5:30 Minuten. Oh Gott, okay. Tschüss, Kinder. Tut mir leid. Nee, tut mir eigentlich gar nicht leid. Ich bin sauer. Ja, tut mir leid, dass ich die Kekse aufgegessen habe. Tschüss, Kinder. Tschüss, Kinder.